Du kannst mir mal in die Kommentare schreiben, was hat dir an Mario Kart am besten gefallen? Großen und kleinen Träumer da draußen. Mein Name ist Damakasch, ich freue mich, dass du da bist zur vorerst letzten Folge von Mario Kart 8. Schön, dass du am Start bist, ich freue mich sehr. Und jetzt ab geht's in die Rennen hinein. Meine Lieblingsstrecke ist da, die mag ich wirklich gern. Ob ich gut bin, steht immer auf einem anderen Blatt, aber mir gefällt die Strecke eigentlich ganz gut. Die ist echt schön. Also ich muss sagen, so von den Charakteren her, also ich habe jetzt ja einige gespielt, so Bowser und so glaube ich nicht, ne? Gefällt mir Yoshi und Todd, konnte ich am besten mitfahren mit den beiden. Das kann aber auch einfach nur Glück gewesen sein natürlich, ne? Das weiß ich nicht, aber ich konnte eigentlich mit Yoshi und Todd am besten fahren. Die haben mir ganz viel arg Spaß gemacht. Und als Auto, das hat man ja gesehen, da mag ich das Bötchen ganz gern. Und den Marienkäfer finde ich eigentlich auch schön. Also, der hat mir auch gefallen. Und schon. Damit fahre ich dann auch am besten, was auch immer das bei mir heißt. Aber macht ja nichts. Ich jedenfalls hatte echt sehr, sehr viel Spaß jetzt bei Mario Kart. Ich hoffe, das hat man gemerkt, auch wenn ich schlecht gefahren bin und oftmals nicht mal irgendwie wirklich ans Ziel kam. Hatte ich Spaß an dem Projekt und die, weiß nicht, 40 Folgen oder ja, ein bisschen mehr als 40 Folgen sind jetzt auch irgendwie wie im Fluge vergangen. Also das ging echt richtig irgendwie schnell rum. Ich freue mich jetzt natürlich nächste Woche auch ein neues Projekt anzufangen, weil ich mich immer freue, neue Spiele auszuprobieren natürlich. Ja, aber ich muss schon sagen, Mario Kart hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Auch wenn es zum Angucken vielleicht dann so nach hinten raus, also zum Ende hin, vielleicht ein bisschen langweilig war, oder? Weil natürlich immer das Gleiche ist, oder nicht? Also ich weiß nicht, wie das ist bei dir beim Angucken. Ich jedenfalls, sollte mir nicht die Nase kratzen, wenn ich um die Kurve soll. Ich jedenfalls hatte echt richtig Spaß an dem Projekt und ja, vielleicht greife ich das irgendwann nochmal auf. Das kann durchaus sein, aber ich weiß nicht wann und ob überhaupt. Das werde ich dann sehen. Nächste Woche, ja, wie gesagt, kommt dann ein anderes Projekt. Alle Pferdefans werden sich freuen, denn es wird Ostwind sein. Alle Nicht-Pferdefans werden wahrscheinlich etwas genervt sein, weil nicht so viel zu gucken ist dann momentan. Aber mein Gott, ne? Ich freue mich so auf das Spiel schon die ganze Zeit. 9. ist jetzt nicht so dolle, wa? Du kannst mir mal in die Kommentare schreiben, was hat dir an Mario Kart am besten gefallen? Also zum Beispiel, welche Strecke oder welche Figur oder was gefällt dir bei dem Spiel überhaupt gut? Schreib mir das doch einfach mal unten in die Kommentare. Ich bin immer sehr gespannt, wie ihr so ein Spiel fandet, wenn ich das dann zu Ende, in Anführungszeichen, gespielt habe. Deswegen eure Sachen in die Kommis. Was möchte ich denn? Eins ist mir egal, deswegen gehe ich auf zufällig. Oh, guck mal, viele wollen das Motorradstrecken-Ding. Na ja. Na gut, mir ist egal. Ich nehme das auch. Das ist auch nicht schwer oder so. Also ich bin trotzdem nicht gut, aber es ist nicht so schwer. Eine Strecke wurde ausgewählt. Auf geht's. Jasmin und Anja sind auch mit dabei. Guck mal, Jasmin und Anja und Sailor Krimi. Auf geht's. Jetzt kannst du mal sehen, wie ich rumkasper, ne? Weil ich kasper immer rum. Auf geht's. Ich fand es immer total süß, wenn meine Mama gespielt hat. Die hat ja auch gespielt. Dann so Super Nintendo oder so. Und das war teilweise so goldig, weil sie hat immer mit dem ganzen Körper gespielt. Wenn sie um die Kurve gefahren ist, dann ging es so und so. Und das war immer ganz arg süß. Und das war auch ganz automatisch, wenn wir ihr das gesagt haben. Sie hat es trotzdem immer gemacht. Ach, meine Mami. Ja.
Die liebe Mami. So, die hat auch gerne gespielt. Die hat gerne Jump'n'Runs gespielt, als sowas wie Super Mario World 3D oder so, ne? Nur die alten Sachen dann. Und das hat ihr immer Spaß gemacht. Ich glaube, ihr würde das jetzt auch noch gefallen. Also, da hätte sie jetzt auch noch Spaß dran, vermute ich mal. Naja, okay, wenn ich jetzt was Gutes bekomme, können es gar nicht... Was war denn das? Da hat mir die Jasmin mein Kästler gemopselt. Na toll, oh no, ey. Ich wollte gerade sagen, es könnte ganz gut ausgehen, wenn ich was Gutes bekomme. Und jetzt bin ich schon wieder auf Platz 9, ey. Wie gemein. Aber jetzt habe ich was abgekriegt, haha. Oh oh. In die komischen Flecken da wahrscheinlich eher nicht rein, ne? Man springt da echt, ey, wie so ein Flummi-Gummibaum. Das ist so süß. Okay, warum bin ich Elfte? Ich bin doch gar nicht so schlecht gefahren, oder? Oh nein, Gegner, das war jetzt schon schlecht, also. Okay. Ich rase. Oh oh, da zwischendurch, da vorne rum. Was Gutes, bitte. Okay, damit kann ich leben. Wow, ich fliege wie der Wind. Ich fliege nicht mehr wie der Wind. Ich bin vermatschelt. Anja ist vor mir, ne? Jetzt hätte ich fast die Pfütze nicht gesehen. Ja, dafür bin ich hier. Rase. Es reicht aber nicht. Ah! Platz 6 ist okay. Na gut. Puh. Was für eine Strecke. So einfach eigentlich. Also die Strecke, ne, weil du hast ja nicht viele Kurven, sonst geht ja immer so nion, ne? Und trotzdem doch sehr spannend dann zu fahren. Cool. Und jetzt kommt die letzte Strecke als Video für erstmal. Ich nehme nochmal zufällig. Mal gucken, was die letzte Strecke wird und was meine letzte Platzierung im Video wird. Wird es besser als meine erste Platzierung in Folge 1? Ich weiß gar nicht mehr, was ich in Folge 1 gewonnen bin, muss ich leider sagen. Ich habe keine Ahnung. Ich müsste gucken. Mal schauen. Oh, guck mal, wir sind nur noch ganz wenig Leute. Naja, ich sag auch mal Hallo. Hallo, Coolboy. Sailor Krimi sagt auch Hallo. Und japanische Buchstaben sagt auch Hallo. Etwas Nachsicht, bitte. Ja, das denke ich auch immer. Habt etwas Nachsicht mit mir. Geht's los? Lass uns noch warten, sagt der Coolboy. Wollen wir loslegen, sagt... japanische Buchstaben. Das ist echt traurig, wenn man das nicht mal lesen kann, Mensch. Blöd. Was das wohl für eine Umstellung ist, wenn dann zum Beispiel jemand aus Japan oder auch aus Russland oder so, ne, hierher auswandert, weil in Russland gibt es auch andere Buchstaben. Oh nein, Fehler bei der Datenübertragung. Na, das hat ja gut funktioniert. Dann machen wir ein neues Rennen hier. Ich will noch ein Rennen machen. Und ich nehme trotzdem zufällig... und hoffe, dass es diesmal keinen Fehler bei der Datenübertragung gibt. Oh, guck mal, Sailor Krimi ist wieder da. Gut, dass du wieder hergefunden hast, Sailor Krimi, Gott sei Dank. Weil das ist ja echt einfach, hast du ja gesehen, ne? Ich bin einfach irgendwie rausgesegelt. Keine Ahnung, manchmal passiert das. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Ich glaube, das liegt am Nintendo Network-Zeug. Weil ich bin nicht die Einzige, die das hat. Ich weiß, dass das mehrere... Wii U-Spieler haben. Ich weiß nicht, wie es bei der Twitch ist, ob das da auch ein Problem ist, keine Ahnung. Okay, es wurde eine Strecke ausgewählt. Die letzte Strecke der Folge. Und des Let's Plays. Und die Madalena aus der Steiermark ist auch da. Cool Boy. Okay, auf geht's. Ah, die Geräusche sind cool im Hintergrund. So Dschungelgeräusche, gell?
Ich geb schon mal Gas, ich geb schon mal Gas. Ha! Ich habe was bekommen. Mit der Strecke habe ich die Woche begonnen. Das war das erste Rennen, was ich diese Woche gefahren bin. So. Da war ich aber nicht gut. Jetzt auch nicht, vermutlich. Aber da war ich nicht gut auf jeden Fall. Dabei hatte ich eigentlich das Gefühl, ich fahre gar nicht so schlecht. Aber naja. Oh oh. Jetzt wäre ich fast in den Abgrund gedüst hier, Mensch. Ich will was abhaben. Oh oh, da vorne hätte ich rüber abkürzen können. Okay, aber hier kann ich was einsammeln. Das ist schon mal gut. Wow, da kommt dann ganz schön Geschwindigkeit auf. Da kommt dann ganz schön Geschwindigkeit auf, es sei denn, dich trifft ein Blitzi. Aber komme ich da überhaupt drüber als so ein Mini-Zwerg, ey? Ach Mann, ey. Und da will ich die Kurve mal zu eng irgendwie nehmen. Tschon. Aber Dritter ist gut. Nochmal. So, ich habe was eingesammelt bekommen. Das freut mich natürlich. Ach, ich wollte das eigentlich nach hinten werfen. Mist, den falschen Knopper erwischt. Ein schwarzer Josh kommt angeflogen. Auch Vierter wäre ich noch zufrieden. So, jetzt muss ich. Flieg und Sieg! Was Gutes bitte. Und, ah, das ist nicht so toll, jetzt ein einzelner Pilz, ne? Ich kann nur hoffen, dass die sich da gegenseitig vielleicht noch irgendwie abballern. Aber als kleiner Mini Zwergi und dann mit so einem blöden grünen Schildkrötenpanzer, komm schon. Oh nein, und da hätte ich jetzt wahrscheinlich die Abkürzung nehmen müssen. Komm schon, komm schon. Oh nein, ich schaff's nicht mal als Vierter, sondern Fünfter. Aber macht nichts, war ein schönes Rennen zum Abschluss. Ich danke dir jetzt sehr fürs Zuschauen und dass du dabei gewesen bist und dass du mich durch dieses wundervolle Projekt die ganze Zeit begleitet hast. Ich weiß, dass manche wirklich jede Folge geguckt haben. Dafür ein Riesendanke. Ich freue mich wirklich sehr und ich hoffe, du hast dann auch Spaß an Ostwind, also dem neuen Projekt, oder findest vielleicht was anderes auf meinem Kanal. Ich wünsche dir jetzt alles Liebe, sag bis zum nächsten Mal. Ciao, deine Damakash. Yeah, we'll stick together.